All these videos will be in YouTube. Alle diese Aufzeichnungen könnt ihr werden ausgestrahlt auf YouTube. In 3L TV, you go to the 3L TV website, 3ltv.com, and on top you will find a YouTube button. Straight you will can go to all. Ihr könnt this. Im Internet 3ltv.com yes. anklicken und dann wird oben auf der Linie YouTube erscheinen. Wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr alle diese Vorträge über Internet sehen. www.3ltv.com. That is our website of the television. www.3ltv.com. 3LTV. Also 3 und dann das ein großes L TV. So this is our internet television channel. Das ist unser Internet Fernsehkanal. This is complete German. Der ist vollständig auf Deutsch. All German programs we are capturing in different part of Germany, Austria. Und wir strahlen diese Programme in verschiedenen Teilen Deutschlands aus. And in Austria. Und in Österreich. France, sorry, Switzerland. In der Schweiz. The German-speaking area. In allen deutschsprachigen Gebieten. Last 5 days our camera team was in Pulau, a big youth festival in Pulau in Austria. Und dann in den letzten 5 Tagen war unser Kamerateam bei dem Jugendfestival in Pola in Österreich. Pöllern in Österreich. And all young people singing, dancing, praising God. Und da waren die jungen Leute versammelt, um den Herrn zu preisen, vor ihm zu tanzen. Seeing this, you will be surprised. So much people are in faith. In Und wenn ihr das seht, dann werdet ihr überrascht sein, wie viele junge Leute ihr dort im Glauben sehen könnt. And all these spiritual experience of the young people is not shown in the public media. Und alle diese geistlichen Erfahrungen der jungen Leute werden in den öffentlichen Medien nicht gezeigt. The open media always put down the faith and the people who have faith. Die öffentlichen Medien machen eigentlich den Glauben und die Menschen, die Glaubende sind, eher runter oder zeigen das gar nicht, was geschieht. So, if you see this media, this internet television, you will find 24 hours program is being sending. Und wenn ihr das schaut, dieses Internetprogramm unter 3LTV, dann werdet ihr sehen, dass dort 24 Stunden lang ununterbrochen diese katholischen Programme gezeigt werden. You can also see in your mobile phone if you have a internet access. Also wenn du in deinem Handy eine Internetverbindung hast, kannst du das da auch sehen. Gabriel, do you see that now? Yes, yes, you can see it. Yes, so it is in your handy. Also es ist in eurer Hand, in eurem Handy. So this Glauben Seminar also we will be showing it in the internet television. Auch and dieses Glaubensseminar wird durch das Internetfernsehen ausgestrahlt. And also it will be stored in the YouTube, so anytime people can study this, learn this. Sodass die Menschen, die Interesse haben, jederzeit Zugang dazu haben und das studieren und lernen können, das, was hier an Vorträgen gesagt wird. Halleluja. Halleluja. Okay, so now we will continue our journey into prayer. Wir machen jetzt fort bei unserer Lehre über das Gebet. So yesterday we were learning about the call of prayer in the Old Testament. Gestern haben wir über den Ruf des Gebetes im Alten Testament gesprochen. That how Abraham prayed. Wie Abraham gebetet hat. And how he offered himself as a sacrifice. Wie er sich selbst Gott als Opfer dargebracht hat. We will continue the more a real test of faith happened to Abraham.
Und wir werden uns jetzt noch anschauen, wie die wahre Prüfung des Glaubens Abrahams stattgefunden hat. So faith must be tested. Der Glaube wird geprüft. That is the beauty at the same time difficulty. Das ist schön und auf der anderen Seite ist es gleichzeitig schwierig. If you are a believer, surely at least once in your lifetime a terrible test might have happened to you. Wenn ihr Glaubende seid, ist es wenigstens einmal in eurem Leben so, dass ihr eine schwere Prüfung zu durchleben habt. Yes or no? Ist das so? Can you show me that? Könnt ihr mir das mal eben zeigen? What is that? Ist das von the School of Faith from last time? Okay. This is the. This is the last Glauben Schule in the YouTube. No, this is not. Das ist die Glaubensschule vom letzten Mal, vom April, die hier im April stattgefunden hat. Thank you, Gabriel. Danke, Gabriel. So many people are watching this from any part of the world. Viele Menschen schauen sich das wirklich an aus verschiedenen Teilen der Welt. So even English speaking people are watching because I am speaking in English, that helps them. Alle Menschen, die Englisch sprechen, schauen sich das an, weil sie verstehen mich, weil ich Englisch spreche. Yes. So some people write me a mail asking some clarifications and appreciating all what we are speaking. Manchmal schreiben mir die Menschen eine Mail und fragen mich etwas nach, was sie nicht verstanden haben, oder sie unterstützen mich in dem, was ich gesagt habe. Okay, come back to. Jetzt kommen wir zurück zu Abraham, zur Prüfung des Glaubens. So it is normal. Faith will be tested. Also es ist völlig normal, dass unser Glauben geprüft wird. Now you think about in your life. If it is already happened or it will happen. Jetzt könnt ihr in eurem Leben nachschauen, ob das für euch schon passiert ist und sonst wird es noch passieren. So, Abraham was given the gift of faith. Also Abraham wurde dieses Geschenk des Glaubens gegeben. He believed. Er glaubte. And finally he got God's promised son, Isaac. Und weil er glaubte, bekam er von Gott die Verheißung, dass er einen Sohn empfangen würde, Isaak. He was very happy. Darüber war Abraham sehr froh. And then again he heard from God. God said, Abraham, offer your son as a burnt offering. Und dann hörte Abraham noch einmal von Gott die Stimme, dass er seinen Sohn als Brandopfer darbringen sollte. Yes, a burnt offering. Als Brandopfer. This is a testing time of Abraham. Das war die Zeit der Prüfung für Abraham. But Abraham was victorious. Abraham won the test. Und Abraham war bereit für diese Prüfung. Let us read that, 2572 in Catechism. Wir lesen das im Katechismus unter der Nummer 2572. As a final stage in the purification of his faith. Als letzte Läuterung seines Glaubens. Abraham, who had received the promises, is asked to sacrifice the son God had given him. Wird vom Abraham, der die Verheißung empfangen hatte, verlangt, den Sohn zu opfern, den Gott ihm geschenkt hat. Abraham's faith does not weaken. Abrahams Glaube wankt nicht.
That's the point. God himself will provide the lamb for the burnt offering, he said. Abraham sagt, Gott selbst wird sich das Opferlamm aussuchen. While he was going up on the mountain with his son to be sacrificed. Das sagte er zu seinem Sohn, während er mit seinem Sohn den Berg hinaufstieg, um ihn zu opfern. For he considered that God was able to raise men even from the dead. Denn Abraham verließ sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken. This is, if you see Genesis chapter, let's see Genesis chapter 22. Lass uns das nachschauen im Buch Genesis 22. Kapitel. This is the place. So when he took his son Isaac and the firewood to burn him and the fire and the knife. Und er nahm den seinen Sohn Isaak und war bereit, ihn auf dem Altar zu opfern, das Feuer anzuzünden, und er hatte in seiner Hand schon das Messer. Now 22:4 and 5. Wir lesen 22, Vers 4 und 5. Yeah, please read. Als Abraham am dritten Tag aufblickte, sah er den Ort von Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten, bleibt mit dem Esel hier, ich will mit dem Knaben hingehen und anbeten. Dann kommen wir zu euch zurück. This is a very important point. Abraham said to his servants, both of you stay here with the donkey while the boy and I go on over yonder. We will worship and then come back to you. Das ist eine sehr entscheidende Stelle, als Abraham zu seinen Jungknechten sagt, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich will mit dem Knaben hingehen und anbeten, dann kommen wir zu euch zurück. We will come back. Wir werden zurückkommen. How could he say that? Wie konnte Abraham das sagen? He is going to kill his son and burn offering to be given. Er hatte den Auftrag von Gott, seinen Sohn zu opfern, ihn als Brandopfer darzubringen. But he says now, we will come back. Aber er sagt zu seinen Knechten, wir werden zurückkommen. This is the crucial point of his faith, the highest point of his faith. Das ist der Höhepunkt des Glaubens Abrahams. How do we understand this? Wie können wir das verstehen? It is explained in Hebrews chapter 11:19. Das ist erklärt im Hebräerbrief im 11. Kapitel Vers 19. Or 11:17-19. Oder Hebräer 11:17-19. Hebrews 11 is the chapter of faith. Hebräer 11 ist das Kapitel über den Glauben. Yes, let us read that. Lasst uns das lesen. By faith Abraham, when put to the test, offered up Isaac, and he had received the promises, was ready to offer his only son. Aufgrund des Glaubens brachte Abraham den Isaak dar, als er auf die Probe gestellt wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Und zudem gesagt of whom it was said, through Isaac descendants shall bear your name. Zudem gesagt worden war, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. The reason that God was able to raise even from the dead, and he received Isaac back as a symbol. Er verließ sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken. Darum erhielt er Isaak auch zurück. Das ist ein Sinnbild. That means, when he was going up on the mountain, das heißt, als Abraham mit Isaak auf dem Berg hinaufstieg, he told to the servants, you stay here, we will come back.
Deswegen sagte er zu den Jungknechten, ihr bleibt hier, wir werden zurückkommen. What was in his mind when he said this? Was war in seinem Geist, als er das sagte? He believed God has promised me that through your son you will have descendants like the stars of the sky. Er wusste, dass Gott ihm die Verheißung gegeben hatte, deine Nachkommen werden zahlreich wie die Sterne am Himmel, und er wusste, dass er durch Isaak Nachkommen erlangen konnte. That promise God will keep. Abraham wusste, dass Gott diese Verheißung erfüllen würde. But that same God is now telling to sacrifice that son from whom the descendants are supposed to come. Und Gott wollte jetzt von Abraham, dass er genau diesen Sohn als Brandopfer darbrachte, von dem er doch Nachkommen bekommen sollte. Then how these descendants will come? Also wie sollen dann die Nachkommen kommen? So Abraham believed. Aber Abraham glaubte. In order to fulfill the promise God made, he can even raise my son, even if I kill him. Und weil Abraham wusste, dass Gott diese Verheißung erfüllen würde, hatte er sogar den Glauben, dass Gott den Isaak vom Tod auferwecken würde, wenn er ihn vorher geopfert hätte. So even at that moment, he believed in the power of God's resurrection. Also sogar in diesem Augenblick, wo er den Sohn aufopfern sollte, glaubte er an die Kraft der Auferstehung. Which we saw in Jesus. Jesus said, I am the resurrection in the house of Lazarus. Das, was Jesus dann später im Haus von Lazarus von sich aus sagt, ich bin die Auferstehung. That power of resurrection was in the inhalt of Glaubens, in the content of faith in Abraham as a gift of God. Diese Kraft der Auferstehung war schon im Glauben Abrahams als Geschenk Gottes vorhanden. Yes. Also für mich, wenn ich das so als Unbeteiligter lese, kommt mir das so vor, er musste ja sagen, wir kommen wieder zurück. Denn wenn er das nicht gesagt hätte, wären die ja mitgegangen dahin. Er hat die erstmal ruhig gestellt und hat gesagt, wir kommen wieder. Und wenn ich mir das so bedenke, dass er den eigenen Sohn opfert, da frage ich mich, wie verblendet muss dieser Mensch gewesen sein in dem Moment, wenn er dahin gesagt, ich opfere meinen Sohn. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und das ist auch schwer zu verstehen. Mhm. Der Glaube in... He cannot understand to offer his own son. That is not, not to understand. Wenn man das auf die heutige Zeit ummünzt, wer würde sowas machen? If you think in our days, who would offer his own son? Yes. Nobody would do it. That is the point. Yeah, where genau das ist der Punkt. God is the author of everything. Gott ist der, der alles in den Händen hält. This is in fact a prefiguration of God the Father offering his own son Jesus. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass Gott seinen eigenen Sohn Jesus für uns opfert. Yes. Look at Mary. She is seeing her own son. She offered her own son. Schaut doch Maria an. Sie hat auch ihren Sohn hingeschenkt. Sie hat ihn geopfert. But it is for the purpose of salvation. It is not for anything else. Und es ist einfach wegen unserer Erlösung. Es ist nicht wegen irgendetwas anderem. A priest is a son from a woman. That woman offered that priest away from her. Now that priest is no more her son. Also ein Priester ist auch immer der Sohn einer Mutter. Und diese Mutter hat auch diesen Priester geopfert. Wenn er Priester ist, ist er nicht mehr in dieser Weise ihr Sohn. Yes. So also each one of us can offer ourselves to God. So können auch wir unser Leben darbringen für Gott. Aber Jesus ist doch aufgrund eines Urteils hingerichtet worden. Ja. Er ist doch verurteilt worden offiziell von einem, ich glaube, damals römischen Gericht oder jüdischen Gericht und ist dann hingerichtet worden. Ist ja nicht so, dass ihn einer geschenkt hat, sondern er ist, weil er gegen die Gesetze verstoßen hat, verurteilt worden. So war das damals.
Jesus was offered not because of any legal matter, but it was the plan of God. Jesus ist nicht hingerichtet worden aufgrund irgendwelcher Gesetze oder weil er gegen das Gesetz verstoßen hat, sondern weil es im Heilsplan Gottes war. That's why when Pilate said, I have power to kill you or set you free, Jesus said that power was given by my Father. Das ist, warum Pilatus sagt, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und zu verurteilen? Und Jesus sagt, du hast keine Macht, wenn sie dir nicht von meinem himmlischen Vater gegeben ist. So it is God the Father offering his Son for the salvation of the mankind. Es ist auch hier Gott der Vater, der Jesus opfert zur Erlösung der ganzen Menschheit. And it begins from Abraham. Und das beginnt schon mit dem Glauben Abrahams. So God asked Abraham to offer as an obedient to God. Und Gott bittet den Abraham, im Gehorsam seinen Sohn zu opfern. What was one aspect of the original sin was a disobedient. Was war ein Grund für die erste Sünde bei Adam und Eva? Es war der Ungehorsam. Yes. So to top up or to heal or to deliver that disobedience, God made Abraham to be obedient even to offer his only son. Um uns von diesem Ungehorsam zu befreien, machte Gott oder war Abraham so gehorsam und opferte seinen Sohn, um diesen Ungehorsam zu überwinden. So this is a mystical aspect of our faith. Das ist ein geheimnisvoller Aspekt unseres Glaubens. True, yes. Yes. So Jesus also became obedient even to offer his life. Auch Jesus ist wirklich gehorsam geworden, sein Leben freiwillig hinzugeben. Now, suddenly, this incident of Kolbe, Maximilian Kolbe is coming to my mind. Mir fällt gerade dieses Ereignis von dem heiligen Maximilian Kolbe ein. Yeah. You know the story, eh? Die Geschichte kennt ihr, ja? So in the Second World War, when a man who is a family man, he was going to be killed, Maximilian Kolbe said, don't kill him. I will offer my life in place of him because he is a family man, he has wife and children. Set him free, instead take my life. Im Zweiten Weltkrieg war das so, dass eine ganze Menge Leute hingerichtet werden sollten von den Nazis. Und da war auch ein Familienvater, der hingerichtet werden sollte. Und da kommt der Maximilian Kolbe, ein Priester, und sagt zu den Soldaten, nehmt mich anstelle von diesem Familienvater, weil er hat Frau und Kinder. So this is a offering right from Abraham. Das ist eine Darbringung des Lebens, so wie bei Abraham. Okay, so now, but in the case of Abraham, this is very, very interesting. Aber im Fall von Abraham ist es sehr interessant. Ich denke, das kann man das so verstehen, nur wenn wir solche tiefe Glauben haben. Weil aus menschlichen Gründen denken wir als Menschen, ja, das ist mein Sohn, ich liebe den, und wie könnte ich das opfern? Also, das ist eine Sache, die wir glauben, nicht mehr. Naja. Kein Problem. When you come again in November for the next Glaubensschule, then you will be bothered. Es ist kein Problem, dass du noch Zweifel hast. Wenn du im November zur nächsten Glaubensschule kommst, geht das alles schon viel besser. Nein, ich finde es ja nicht richtig, wenn ich einfach alles so hinnehme. Ich muss schon eigene Gedanken haben. It is good. All this discussion is good. Das ist alles in Ordnung so. Faith has different levels. Der Glaube hat verschiedene Ebenen. Yeah. But everybody is in a growing. Aber jeder von uns ist im Wachstum. Yes. Slowly, slowly, all what we receive now, it is not necessary we understand everything now, but after some days we may understand it. Alles, was wir jetzt empfangen, was wir hören, wir müssen das nicht sofort verstehen. Es kann in uns wachsen und vielleicht nach ein paar Tagen erkennen wir die Dinge.
We are planting the seed. Wir pflanzen die Saat durch das Hören. Now it will sprout out slowly. Und dann wird es langsam anfangen zu keimen. So, the point we are trying to understand is the faith God has given to Abraham was a gift, and in that faith all these things were in it. It is not a credit of Abraham. Und das, was wir versuchen jetzt zu verstehen, ist, dass Abraham den Glauben als Geschenk empfangen hat. Und in diesem Geschenk des Glaubens war schon alles enthalten. Es war nicht irgendein Verdienst vom Abraham. So, even at that time, Abraham believed God could raise my son, even if I kill him. Und Abraham hatte diesen Glauben, dass er sagen konnte, Gott wird meinen Sohn auferwecken, auch wenn ich ihn vorher töte. He has that power. Gott hat diese Macht und Gott hält sein Versprechen. So, that is why he said, we will come back. Darum sagt er zu den Knechten, wir werden zurückkommen. So, for me, this was for so many years back, this word touched me so strongly, and I understood from St. Paul's teaching, he said this because he believed in resurrection. Und dass dieses Wort, wir kommen zurück, hat mich vor mehreren Jahren so stark berührt, und ich erfand die Erklärung beim heiligen Paulus, dass Abraham schon den Glauben an die Auferstehung hatte. I remember now about 15 years back in a huge Bible conference, about more than 30,000 people were there. Ich erinnere mich an eine Bibelkonferenz vor 15 Jahren, da waren mehr als 30.000 Menschen versammelt. And a big stage, I was running from one side to other, shouting out. Ein großer Steg und ich lief von einer Seite zur anderen und verkündete laut. And I said, we will come back. Und ich schrie so laut, wir werden zurückkommen. So many times I said this, and all the people were filled with faith and were praising God. Und dadurch, dass ich das so laut verkündete, wurden alle Menschen, alle Zuhörer, die dort waren, mit Glauben erfüllt und sie fingen an, Gott zu preisen. Yes, yes, we will come back. Ja, ja, wir werden zurückkommen. This is Christian faith. Das ist christlicher Glaube. Even what Christ is telling. Sogar das, was Christus selbst sagt. What are we waiting for Christ? Warum warten wir noch auf Christus? He's coming back. Er kommt zurück. He's going to come back. Er wird zurückkommen. Will he come back? Wird er zurückkommen? Yes. Ja. So this we will come back is something very important of our faith. Dass wir werden zurückkommen, ist etwas sehr Wichtiges in unserem Glauben. Even if I die, my body will be buried, but my soul will keep on shouting, we will come back. Wenn ich sterbe, dann wird mein Leib wird begraben werden, aber selbst meine Seele, sie wird immer weiter rufen, wir werden zurückkommen, wir werden zurückkommen. Halleluja. Halleluja. My body which is going to be in the earth will come back. Auch mein Leib, der in der Erde begraben ist, er wird zurückkehren. So this we will come back is a very important point. Also dieses wir kommen zurück ist ein sehr wichtiger Aspekt. Yes. He believed. Abraham believed. Abraham glaubte. Continue. And so the father of the believers, coming back to catechism. Wir machen im Katechismus weiter. And so the father of believers is conformed to the likeness of the father, who will not spare his own son, but will deliver him up for us all. So ist Abraham der Vater der Glaubenden, Gott Vater ähnlich, der seinen eigenen Sohn nicht verschonen, sondern für uns alle hingeben wird. Immer noch Nummer 2572. 2007.
Prayer restores man to God's likeness. Aha, das Gebet macht den Menschen wieder Gott ähnlich. We are like God. Wir sind Gott ähnlich. See, this is what the devil tried to trick Adam and Eve. Und genau das ist das, was der Teufel versucht bei Adam und Eva zu zerstören. They were like God. Sie waren Gott ähnlich. But the devil said, you will become like God. Und der Teufel sagt dann noch, wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott. So our faith must be today in the momentary sight that we must believe we are already like God. Unser Glaube muss heute so sein, da ist heute so, dass wir sagen können, wir sind Gott ähnlich. Ja. Wir sind es. When we make sin, then we are not like God. No, still you are like God. Doch auch wenn du sündigst, bist du Gott Your ähnlich. Your likeness is not what is great, sin or God. Was ist größer, die Sünde oder Gott? So can your sin tarnish? Can your sin or because of your sin, the godliness is not going to go away, but it will. You will feel it is going away, but it is not going away. Durch die Sünde wird die Gottähnlichkeit nicht weggehen und nicht weggenommen. Das Gefühl ist, dass wir spüren, wir sind nicht mehr gottähnlich. Aber von der Sache her bleibt die Gottähnlichkeit. Was heißt gottähnlich? Können wir das mal erklären? Ja. I will come back to that. Okay. Ich werde darauf zurückkommen, ja. Yes. Okay. Prayer restores man to God's likeness and enables him to share in the power of God's love that saves the multitude. Und diese Gottähnlichkeit lässt ihn an der Macht der Liebe Gottes teilhaben, die vielen rettet. Yes. We will come to this likeness. Jetzt kommen wir zu dieser Ähnlichkeit, Gottähnlichkeit. That is the first point in Genesis, how God created man. Genesis chapter 1:26. Es ist das erste Kapitel im Genesis, das Gott den Menschen nach seinem Abbild geschaffen hat. 1:26. 1:26. Everybody read this. Wir lesen das gemeinsam. Then God said, yes. Then God said, let us make man in our own image and our likeness. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Yes. So now, what is this image means and what is this likeness means? Was heißt diese Ähnlichkeit und dieses Abbild? We have, in all the previous retreat, we have already explained this, but we are repeating this now. Wir haben das in den vorherigen Glaubensschule schon gesagt, aber wir wiederholen das jetzt noch einmal. In Catechism, paragraph 357 says, im Paragraph 357 im Katechismus, being in the image of God, the human individual possesses the dignity of a person. Weil der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, hat der Mensch die Würde, Person zu sein. Yes. So, er ist nicht bloß etwas, sondern jemand. Yeah. The image of God is a personality. Die Eigenart Gottes ist eine Person. That is why we are a person. Das ist, warum wir Person sind. An elephant is not a person. Ein Elefant ist keine Person. A dog is not a person. Auch ein Hund ist keine Person. A horse is not a person. Auch kein Pferd ist eine Person. But God created them. Aber auch Gott hat diese Wesen geschaffen. This beautiful tree, they are very good, but they are not person. Auch diese wunderschönen Bäume dort, sie sind sehr gut, aber auch sie sind nicht Person. That is also created by God. Auch diese Bäume sind von Gott geschaffen. The sun and moon. Sonne und Mond They are not person. Sind keine Person.
This whole galaxy. Die ganze Galaxie. Beautiful. Wunderbar. Powerful. Kraftvoll. But they are not person. Aber sie sind keine Person. But man. Aber der Mensch ist Person. In the same personality of God, God is Father, a person, Son, a person, Holy Spirit is a person. Und Gott ist Vater als Person, Sohn als Person und Heiliger Geist als Person, in gleicher Weise wie der Mensch Person ist, in ähnlicher Weise. So God created man as a person so that he can have a relationship with one person to person. Und Gott hat den Menschen als Person geschaffen, damit er mit ihm eine Beziehung von Person zu Person eingehen kann. And now what is the likeness? Was ist jetzt die Ähnlichkeit? Likeness is God is spirit and God is eternal. Gott ist Geist und Gott ist unendlich. We will read from the book of Wisdom chapter 223. Das lesen wir im Buch der Weisheit 22, 22? Chapter 2. Ah. Zweites Kapitel der Buch Weis im Buch der Weisheit. For God formed man to be imperishable, the image of his own nature he made him. 23. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Weisheit 2, 23. Noch einmal, Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. And in Catechism, paragraph 1703. Im Katechismus unter Nummer 1703.